Servus Leute, willkommen zurück zu Project 05, Maiden of Blackwater. Wir sind immer noch hier im Haus der Puppen und versuchen irgendwie Rui zu finden. Ich bin immer noch beunruhigt. Das Schöne ist, als ich jetzt gespeichert habe, da kam schon Antivir. Also, ja, es kann mich jetzt nicht mehr stören. Ich hoffe, du gehst in den Wald, nicht wahr? Du gehst garantiert in den Wald. Ich gehe da auch gleich mal hin. Das weiter oder links? So, da kann ich auch noch rein. Oh. Will ich da rein? Nee. Ups. Haben wir gleich. Was ist da? So engen Raum? War's grad. Gut, das war eigentlich nur ein Versehen, weil eigentlich dachte ich, sie wäre im Wald bei diesen Puppen. Weil das sah so, für mich sah aus wie eine Tür und ja, habe es getestet. Vorher scheint es gut zu gehen. Ich muss den Weg zum verschneiten Haus finden. Jura hat gesagt, dass es einen Eingang zu einer Höhle unter der Puppenauslage im vorderen Teil des Schreins gibt. Ja, danke, dass du mich jetzt zurückweist. Danke, ich weiß es. Will ich an dieser Puppe davon? Ups, ich drücke immer das Falsche. Will ich an dieser Puppe davon vorbei? Eigentlich nicht. Fliehendes Kind. Da habe ich jetzt schnell reagiert. Muss ich schon sagen. Da muss ich mich selber auch mal loben. Kiste voller Puppenzeug. Hier rein. Ja, hier rein. Ich will nur so schnell wie möglich aus diesem Haus hier raus. So schnell wie irgend möglich. Oh mein Gott. Ja, volle Kanne verfehlt. Was machst du denn? Lass mich los! So, dann schieße ich ihn 4. Hast du gerade... Na, warte, du. Du Geist, du. Lass meine Assistentin in Ruhe. Jetzt. Wo ist er? Rechts. Nee, links, da. Ausweichen. Ich kann nicht. Da, guck in die Kamera. Knips ihn doch. Ist aber nicht sehr viel Schaden gemacht. So.
Danke, dass du mich gestört hast. Hauptsache Ruhe geht es gut. Und renn natürlich. Ich bin ja nicht so böse zu Männern. Ich hab zwar Frauen lieber, aber rennen soll's auch gut gehen. Ist schon ein ganz cooler Typ. どうして持ってきてないの？私の様子がなくしてしまったの。約束したのに。Arme Ren. Okay, das beantwortet übrigens meine Frage, weil ich habe teilweise sogar daran gezweifelt und dachte, sie wäre ein Menschenmädchen. Einfach nur so ein psychisches, ihr wisst schon, aber jetzt weiß ich definitiv, sie ist ein Geist. Und dann runter. Will ich hier rein? Nee, will ich nicht. Muss ich hier rein? Ich wette ja. Ja, ich finde, also wenn ihr meint so, oh ja, japanische Synchro ist nicht so geil, stellt sie irgendwie um auf Englisch, ich glaube, das, also ich glaube, das kann ich gar nicht. Ich müsste mal gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann. Aber selbst wenn, dann, ich werde wahrscheinlich sowieso japanische Synchro und deutschen Untertitel belassen, weil in meinen Ohren klingt das einfach am logischsten. Weil es ist ein japanisches Spiel und da ist japanische Synchro natürlich am besten. Und damit man auch versteht, was die Leute sagen, ist der deutsche Untertitel da. Ich werde es so belassen, ob es euch gefällt oder nicht. Aber mir gefällt es nun mal so. Wieder diese Kiste. Wieder noch mehr Kisten gleich. Komm, hier muss ich doch sowas von kämpfen. Warum bist du auf einmal vor mir gewesen? Egal. Ich frag da nicht weiter. Drück immer L1 und nicht L2. Die offene Kiste muss hier irgendwo sein. Schauen wir mal. Oder ich muss eine Kiste öffnen. Nicht da.
Ja. Ich, ah, das ist die offene. Ich drücke immer das Fa da. Ich drücke B, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Sah das Foto aus. Was ist denn jetzt? Oh, ist das süß. Kampf, da ist das Mädchen. Nochmal fotografiere, kann ich es dann nochmal sehen. Ich tippe jetzt keinen Millimeter. Das kann ich hier suchen oder was? Das ist gar nicht hier, vielleicht ist es woanders. Ich werde mal zurückgehen. Hier stehen ja überall Kisten herum. Ich habe dich schon gesehen. Trotzdem hat das Geräusch mich erschrocken. Einen besseren Kampfort. Lass meine Assistentin in Ruhe. Er fliegt noch näher. Nämlich sowas von in die falsche Richtung. Ja, fotografiere Bein. Kein Wunder, warum die kam. Ich bin ja pitschnass. Ist du nass, Mädel? Nein! Verdammt. Ja, ich will doch. Ich konnte gerade nichts machen. So. Glaube, ich nehme mal Kräutermedizin, sonst sterbe ich hier. Sag mal. Fräulein, das Kampfgebiet hier ist echt
nicht von bester Qualität. Noch näher, bitte, danke. Weißt du was, jetzt reicht's mir. Auch ein besserer Ort zum Kämpfen, sonst habe ich keine Chance. Da. Bist du weg? Gut. Das ist nur drei reinigende Glut. Und das ist ziemlich wenig. Ich sollte einen anderen Film ausrüsten, sonst verballere ich alles. Ich habe alles schon gelesen. Ernsthaft? Ja, nee, den nicht, den nicht. Ich brauche nicht gleich übertreiben. Ja! Komm her, Mädchen. Ich sehe gerade, vielleicht muss ich das da vorne fotografieren. Du kommst nicht angeflogen. Oh, es kommt sie trotzdem. Warum hast du mich getroffen? Ich bin doch ausgewichen. Sag mir nicht, es sind jetzt zwei. Natürlich sind es zwei. Oh mein Gott. Gut, die eine ist weg, aber die andere lebt noch. Wo ist sie denn da vor mir? Weg! Voll daneben! Das war so ein unglaublich guter Kampfplatz hier. Da ist sie. Links? Nee. Wo ist sie denn? Da. Die geht durch die Wand. Jetzt geht sie auf den Boden. Das ist Mädchen, Fräulein. Wollte gerade schon sagen, ich habe dich doch volle Kanne geknipst. I see. Danke. Und schon wieder Kräutermedizin schlucken. Also ich bin echt nicht der Geübteste mit Rennen. So. Kann sein, dass ich da irgendwie. Und das da? Ich verstehe es nicht, wo muss ich denn das Foto schießen? Vielleicht doch hier?
Ja, dann werde ich hier mal einen Schnitt machen. Das war Project Zero 5, Maiden of Blackwater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.